Zur Identifikation einer Leiterplatte ist es notwendig, dass man hier der Platine eine ID-Nummer mitgibt, die dann auch in einer Datenbank vorgehalten werden kann. Wir setzen hierzu eine Plattform, eine Print and Labeling Station, die WL3000TT ein, die auf einer Plattform der Firma Rommel, die uns dankenswerterweise auch bei der Gesamtverkettung der Linie unterstützt hat, aufgebaut ist. Im Innern befindet sich ein Drucker, der mit 600 Dots per Inch sowohl Klartext, Barcodes, als auch den von uns hier eingesetzten Data Matrix Code auf Etiketten aufbringen kann. Diese Etiketten der Firma Brady sind natürlich auch für unsere bleifreie Prozessführung hier ausgelegt. Der Druckvorgang ist noch dadurch unterzeichnet, dass er mittels eines halogenfreien Farbbandes arbeitet, also dem Ideal einer schadstoffarmen Fertigung immer näher kommen, bleifreie Montagetechnik und halogenfreie Platine, halogenfreies Farbband. Also wir sind hier auch durchaus auf dem Weg, die gesamte RUHS-Problematik im Fertigungsablauf in den Griff zu kriegen. Eine kleine Besonderheit hier noch, dass man mehrere Drucker, genau gesagt zwei Drucker, in der Plattform vorhalten kann. Das ist also während des Verfahrens des Positionierkopfes, der sich frei über der Platine eine optimale Stelle zum Labeling aussuchen kann, dass es während dem Verfahren der Platine nicht zu einer Verzögerung kommt, sondern jeweils die Drucker arbeiten wechselseitig und legen dem Bestückkopf dann das entsprechende Label vor. Vielleicht noch eine Besonderheit, die wir hier an der Linie leider nicht zeigen können, weil es eine Produktneuheit von Brady ist. Das Modell Unison, die Produktreihe Unison, erlaubt es durch ein entsprechendes mit Laserhologramm umgesetztes Etikett eine eindeutige Produktidentifizierung temperfrei umzusetzen, die gleichzeitig mit einer Registrierung einhergeht und damit das Ideal einer Sicherheit gegenüber Produktfälschung sehr, sehr nahe kommt.